Ich dachte mir, im heutigen Video erzähle ich mal ein bisschen was zu der Baby-Erstausstattung, denn ich habe auch auf Instagram gefragt, was mich interessiert, und da war die größte und die häufig gestellteste Frage: Was war nötig, was war unnötig, rückblickend, was kann man vielleicht weglassen, wie kann man minimalistisch und nachhaltig unterwegs sein? Und all diese Themen möchte ich heute mit euch besprechen. Wir haben die ersten 3 Monate ganz gut überstanden und deswegen konzentriere ich mich jetzt heute mit der Baby-Erstausstattung, eben mit der ersten Ausstattung, also dem Neugeborenenalter bis hin zu 3 Monate. Wenn in Zukunft dann noch Interesse besteht, das vielleicht nach 6 Monaten oder einem Jahr oder wie auch immer nochmal zu machen, schreibt mir das gerne. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Zuallererst möchte ich euch ein Buch empfehlen, das mir jetzt gerade letztens auch sehr geholfen hat. Und zwar ist das Oje, ich wachse. Dafür gibt es auch eine App. Ich persönlich finde das Buch ein bisschen besser, weil die App ist halt gut, dass du das Geburtsdatum von dem Baby angeben kannst und auch das in den errechneten Geburtstermin. Und es danach dann berechnet, wann quasi der Sprung, der Entwicklungssprung dran ist und dir dann auch so sagt, jetzt ist es soweit, kann man dann mit dem Buch natürlich auch selber nachrechnen. Da gibt es auch diesen Kalender, wo steht, wann hat das Baby, wann ist es quasi in Sonnenschein und wann sind Gewitterwolken da, also ist die Laune schlechter. Und ich muss sagen, bis jetzt war es immer sehr, sehr akkurat. Also eine Zeit lang dachte ich, ah, das stimmt bestimmt nicht so. Und dann wurde ich letzte Woche gestraft, sowas zu denken, denn es hat genau hingehauen. Aber ob man das jetzt darin glaubt oder so, dass alle Babys zur gleichen Zeit Entwicklungssprünge machen und sich dadurch eben auch verändern, zum Beispiel mehr oder weniger schlafen, mehr oder weniger essen, einfach plötzlich ganz anders sind und oftmals, gerade für frisch gebackene Eltern, kann das ja ein Grund zur Sorge sein. Da hat mir das Buch immer geholfen zu lesen, wie geht es anderen Leuten und ist es ganz normal, dass das Kind sich so verhält. Vor allem auch, was kann es bald, was lernt es gerade, wie kann ich es dabei unterstützen oder welche Spiele kann man machen, was ist altersgerecht. Und deswegen finde ich dieses Buch eine große Empfehlung. Ich habe auch ganz viele Leute gefragt, was ist ein gutes Geschenk? Und ich finde, anstatt von vielleicht Kuscheltieren, die man zuhaufe geschenkt bekommt, finde ich zum Beispiel, dieses Buch ist eine total tolle Geschenkidee. Eine Sache, die mir die Hebamme gegeben hat, und die super ist für jegliche wunden Stellen beim Baby, gerade am Anfang auch, wenn das Baby schön speckig ist, gibt es ganz viele Hautfalten, die sich ganz, ganz schnell entzünden können. Einfach dadurch, dass nicht so viel Luft drankommt und dass öfter mal gespuckt wird und dann Feuchtigkeit hier in der Halsfalte. Wie viele Halsfalten kann man haben? Es ist wirklich wahnsinnig. Man kann da so richtig in dem Hals graben und dann kommt noch eine Falte und noch eine Falte. Deswegen kann es sehr schnell passieren, dass die entzünden. Das ist eine ganz gängige Sache, weil die ja auch am Anfang noch ihren Kopf nicht so halten können. Dieser Hals ist auch so klein und es ist einfach nur, es ist ganz witzig. Da packen wir sehr gerne Heilwolle rein. Das kann man auch für den wunden Po verwenden oder für wunde Brustwarzen. Man muss nur ein bisschen darauf aufpassen, wenn Heilwolle mit Flüssigkeit in Verbindung kommt, dann fängt die so ein bisschen an, Fäden zu ziehen. Das ist ein bisschen schwierig, dann rauszukriegen. Das ist jetzt nichts Veganes. Ich mache hier und da Ausnahmen, wenn ich merke, dass es wirklich sinnvoll ist. Heilwolle ist für mich wirklich nicht wegzudenken, was diese Halsfalte angeht, da kann man das dann so schön reinlegen oder auch jegliche andere Wunden stellen. Eine andere Sache, die so in die Arzneirichtung geht, ist Kümmelöl. Damit kann man super Babybauchmassagen machen. Ich habe die von der Bahnhofsapotheke und finde es sehr gut. Es riecht immer nach Döner. Ich denke jedes Mal dann, oh, es gibt jetzt Döner, wenn ich das Bäuchlein massiere, gerade wenn man vielleicht mit 3 Monatskoliken oder allgemein die ersten 3 Monate muss sich ja der Magen-Darm-Trakt erst einmal so ein bisschen von dem Kind einstellen. Dann gibt es öfter mal Blähungen und da kann man schön massieren mit dem Öl, und Kümmel soll ja auch so ein bisschen entblähend sein. Ich weiß nicht, ob das bei der äußeren Anwirkung so gut ist, aber ich habe ehrlich gesagt in der Schwangerschaft dieses Kümmelöl auch selber schon verwendet, wenn ich mich mal aufgebläht habe, und werde das in Zukunft auch öfter. Also es wird eine Sache sein, die ich auch nach den ersten 3 Monaten immer noch weiter verwenden werde, denn ich mag es, wenn es zu Hause nach Döner riecht. Tatsächlich ist es so, dass ich mir im Vorhinein viele Gedanken gemacht habe. Ich war auch beim Mama Lauder Podcast zu Besuch und habe da gefragt, was brauche ich zur Erstausstattung. Das verlinke ich euch auch gerne mal. Ist vielleicht ganz witzig, jetzt nochmal rückblickend zu hören. Und die haben mir sehr viele Tipps gegeben und ein Tipp war ein Wolle-Seide-Body. Und ich war so, ah, ist das nicht vegan? Und ist es wirklich so viel besser als Baumwolle? Ist es nicht mega blöd, weil man kann es nicht mit allen anderen Sachen zusammenwaschen, sondern muss es eben mit dem Wollwaschmittel und nicht so heiß waschen, bla bla bla. Dann habe ich ein Wolle-Seide-Body gekauft. Man kann die auch super Secondhand kaufen. Da gibt es bei Mami-Kreisel super viel. Und ich muss sagen, ich habe nicht nur Wolle-Seide, ich habe ganz viele Baumwoll-Bodies auch und die sind auch toll. Aber Wolle-Seide ist schon. Ich finde es vom Gefühl her, also wie ich denke, dass sich das Baby fühlt, ist es einfach besser. Weil es sowohl bei heißen Temperaturen super ist, als auch bei sehr kalten Temperaturen, weil es halt super gut die Körperwärme reguliert, beziehungsweise sehr atmungsaktiv ist. Wir haben auch einen Wolle-Seide-Schlafanzug und Schlafsack und
Die möchte ich einfach nicht missen. Da kaufe ich gerne was von der Marke Engel, weil die eben auch darauf achten, dass es einigermaßen ethisch ist. Natürlich wäre es mir lieber, nur vegane Produkte zu verwenden. Aber ich habe es ausprobiert und muss sagen, dass es wirklich für mich einen qualitativen Unterschied macht und ich deswegen es sehr gut finde. Allgemein habe ich oft die Frage bekommen, wie viel Bodies und wie viel braucht man wirklich und welche Teile braucht man vielleicht nicht. Das würde aber, glaube ich, den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen schreibt mir sehr gerne oder gebt einen Daumen hoch, dann sehe ich das vielleicht daran. Wenn ihr ein separates Video zum Thema Babykleidung sehen wollt, da habe ich auch ein paar Sachen, die ich sehr schön fand, aber nie oder fast nie angezogen habe und ein paar Sachen, die ich wirklich gefühlt jeden Tag, die ich jeden Tag getragen habe oder dem Baby angezogen habe. Deswegen kann ich das gerne auch nochmal für euch aufnehmen, wenn Interesse besteht. Mulltücher, Spucktücher, wie auch immer man die nennen mag, sind ein Must-Have. Ich habe, glaube ich, bestimmt so an die 20 Stück und ich dachte am Anfang so, warum braucht man das? Ich habe teilweise es auch geschenkt bekommen, ist auch, finde ich, ein super gutes Geschenk. Da gibt es ganz klassische, die einfach nur beige sind. Da gibt es Muster in allen möglichen Variationen und man kann theoretisch eigentlich nicht genug haben. Also ich benutze das zum einen zum Stillen für die andere Brust. Man kann es natürlich auch zum Stillen drüberlegen, wenn man das möchte. Man kann es als Unterlage nehmen, wenn man das Baby einfach mal irgendwo kurz ablegen möchte oder wickeln möchte. Kurz zum Zudecken, keine Ahnung. Es ist wirklich sehr, sehr versatil einsetzbar. Über den Kinderwagen kann man das legen. Da muss man ein bisschen aufpassen im Sommer, dass es nicht zu heiß wird. Da sind Sonnensegel besser, aber jetzt ist Winter, ist egal. Aber Spucktücher, Mulltücher, kaufen, kaufen, kaufen oder halt schenken lassen. Dann haben mich auch ganz viele Leute gefragt, was denn unsere Fehlkäufe waren. Und ich habe sehr, sehr lange drüber nachgedacht und muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht so wirklich große Fehlkäufe gibt. Einzigen Fehlkäufe wäre jetzt zum Beispiel der TV-Ständer im Wohnzimmer oder der Fernseher im Schlafzimmer. Aus zwei Gründen. Also Schlafzimmerfernseher benutzen wir aktuell gar nicht. Ich habe das im Wochenbett und zum Ende der Schwangerschaft total gerne benutzt und dafür hat es sich irgendwie gelohnt und vielleicht wird es sich auch in Zukunft nach einem Jahr oder so wieder lohnen. Jetzt schläft das Baby ab 19 Uhr ungefähr im Schlafzimmer und dann benutzen wir es einfach nicht. Tagsüber schaue ich da kein Fernsehen. Ab anfangs bei so einem Neugeborenen, ich finde, die schlafen einfach die ganze Zeit, man kann irgendwie machen, was man will. Und jetzt muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man die nicht wieder aufweckt und dann ist es wieder schwierig, die schlafen zu bringen. Und der TV-Ständer im Wohnzimmer ist halt, der hat halt so kleine Beinchen und wenn das Kind hier irgendwann mal krabbeln, laufen, stehen und blablabla hochziehen. Wir müssen den wahrscheinlich ersetzen, einfach weil es nicht kindersicher ist. Wir haben den gekauft, glaube ich, als ich gerade frisch schwanger war. Überhaupt nicht drüber nachgedacht. Thema Babybett und all solche Sachen. Also, wir haben ein Babybett im Kinderzimmer. Das ist eine wunderbare Ablage für Sachen, die ich gerade nicht in irgendwelche Schubladen, wo kein Platz mehr drin ist. Aber wie ihr schon hört, benutzen wir dieses Babybett aktuell nicht. Das war aber ein Bett, was wir extra so gekauft haben, was mitwächst. Das heißt, theoretisch kann es bis ins Teenageralter verwendet werden, muss dann nur die Matratze ändern und Sachen dazu kaufen irgendwann. Man kann auch ein Hochbett draus machen und so. Das ist jetzt von Oliver Furniture, was wir haben. Aber das hätten wir auch theoretisch viel später kaufen können. Wir haben ein Baby-Beistellbett. Das haben wir von Freunden ausgeliehen bekommen und da war ich immer so hin und her und dachte so, benutzen wir es wirklich, benutzen wir es nicht. Und es ist immer noch eigentlich aktuell so ein Hin und Her. Manchmal lege ich sie jede Nacht also da rein, beziehungsweise auch nach dem Stillen nochmal da rein, weil ich manchmal auch einfach ein bisschen, brauche schon ein bisschen Ruhe, ein bisschen Platz und ich will nicht die ganze Zeit Angst haben, dass ich mich drüber rolle über das Kind oder die Decke drüber ziehe und manchmal will ich einfach meine Ruhe haben. Dann lege ich sie halt in das Beistellbett, in das, ja. Das muss ich einfach quasi nur rüberschieben. Es gibt aber auch Nächte, da schläft sie die ganze Zeit direkt neben mir, an mir dran. Ich finde das super schwierig im Vorhinein zu sagen, ob man sowas braucht oder nicht. Ich würde euch empfehlen, wenn es geht, es irgendwo auszuleihen oder wirklich vielleicht auch so ein bisschen drauf ankommen zu lassen, zu schauen. Also gerade am Anfang, das sind so kleine Babys, die nehmen noch nicht viel Platz im Bett. Da kann man ein Stillkissen drüber legen oder ein Babynest oder so. Es ist so krass individuell. Es gibt auch für Betten einfach so Gitter, nicht Gitter, so ein Schutz, so ein Rausfallschutz, den kann man direkt ans Bett dran machen. Und für mich ist es gerade quasi auch dieses Babybett so ein Rausfallschutz, dieses Beistellbett. Wenn ich sie an mir dran habe, kann sie ja nur in das Beistellbett rüberrollen, wenn sie sich schon rollen könnte. Ich denke, das wird sich aber auch noch ein bisschen mit der Zeit zeigen, was sich wirklich gelohnt hat. Weil aktuell liegt das Baby da, wo ich es hinlege. Wenn sie sich aber mehr bewegen kann, ist auch die Frage, wie breit macht sie sich im Bett und wie wird das alles? Da
kann ich gerne irgendwann nochmal ein Update geben. Es ist wirklich so krass individuell und sehr schwer vorherzusagen. Ich kenne Familien, die benutzen das gar nicht, das Beispiel. Ich kenne Familien, die benutzen es nur. Ich kann eigentlich sagen, was für euch funktionieren wird. Eine Sache, die wir auch haben, ist die Federwiege. Also wir haben die Swing to Sleep. Und ich weiß noch, dass ich sie ganz frisch im Arm hatte, mehr oder weniger, beziehungsweise in dem Bettchen und habe das so geschüttelt. Also nicht das Kind, das Bett habe ich so gewackelt, damit sie schläft und habe gleichzeitig ein Brot gegessen und war so, oh mein Gott, ich brauche irgendwas, was mich ein bisschen unterstützt und habe diese Federwiege dann netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung in dem Sinne. Ich habe es mir vorher angeguckt und überlegt, würde ich es mir selber kaufen oder nicht. Ich glaube, was ich gemacht hätte, man kann die auch ausleihen und das finde ich ist eine gute Idee für den Anfang, um zu gucken, ist es überhaupt was für mich, ist es fürs Baby was und so weiter und so fort. Wir benutzen die aktuell täglich und sind sehr happy. Es ist nicht so, dass wir da ein schreiendes Baby reinlegen und nach 10 Minuten ist sie eingeschlafen. Das nicht. Aber wenn die eh sehr schläfrig sind oder meistens bringen wir sie so zum Schlafen und legen sie dann da irgendwie für eine halbe Stunde ab. Wenn sie da aufwacht, ist sie total entspannt und ist überhaupt nicht so, sondern es ist halt so, oh ja, und dann gucke ich mich mal um und so. Es ist halt ganz ganz süß und es funktioniert ganz gut, aber es ist auch wirklich, wirklich sehr teuer. Deswegen, wenn ihr das Geld habt, you go for it. Wenn nicht, es funktioniert auf jeden Fall auch ohne. Ihr könnt auch die menschliche Federwiege sein. So, das funktioniert auch. Oder in die Trage nehmen und dann auf dem Gymnastikball und so weiter. Dann wurde ich auch gefragt, ob wir so ein Kissen für den Kopf haben, damit der sich nicht plattlegt und verformt. Das haben wir nicht. Quatsch, das ist eine Lüge. Wir haben das von Freunden auch ausgeliehen bekommen. Wir haben es... Ich kann es in einer Hand abzählen, wie oft wir es benutzt haben. Einfach, weil wir das Baby auch viel in der Trage hatten, viel im Tuch hatten, viel getragen haben. Und dann die Gefahr, dass sich der Kopf platt legt, gar nicht mal so groß ist. Ich habe auch das Gefühl, in dem Babynestchen, das legt sich so ein bisschen besser um den Kopf als so eine ganz harte Matratze. Also wir haben einen sehr schönen Kopf, das sagt jeder zu unserem Baby. Und wir haben dieses Kissen nicht gebraucht. Keine Ahnung. Eine Sache, die ich nicht missen möchte, ist auf jeden Fall eine White Noise Machine oder das Handy mit der Baby White Noise Playlist drauf. Wir haben jetzt aktuell uns diese Maschine geholt, da ist auch ein Nachtlicht dabei und das macht dann die ganze Nacht mehr oder weniger ein Rauschen und es funktioniert wahnsinnig gut. Die schläft da so viel besser. Man kann es auch mit dem Handy einfach machen, erstmal ausprobieren, ob es funktioniert. Ich fand es auf Dauer ein bisschen nervig, dann immer das Handy dort zu lassen. Ich kann dann nicht noch irgendwie was arbeiten oder was machen. Vielleicht ist es auch nicht so gut, ein Handy am Kopf vom Kind die ganze Zeit zu haben. Keine Ahnung. Deswegen, diese Maschine funktioniert sehr, sehr gut. Ein kleines Nachtlicht ist auf jeden Fall auch gerade für den Anfang nicht wegzudenken gewesen. Wir haben dann dieses kleine Eichen, da tippt man einfach drauf und man kann das dimmen und heller machen. Gerade zum Stillen fand ich das sehr praktisch, wenn man es Flashing gibt. Jetzt brauchen wir es nicht unbedingt, weil wir jetzt in dieser White Noise Maschine ja ein Licht auch drin haben. Aber ja. Vom Babynest habe ich ja schon gesprochen. Da weiß ich auch immer nicht so 100%, ob man das braucht oder nicht. Wir haben es schon echt sehr, sehr viel benutzt. Gerade die ersten Wochen, Monate, als wir auch mal in Köln waren, haben wir das mit ins Hotel genommen und einfach ins Bett gelegt und sie dann da rein. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn sie sich wirklich mit dem Rollen anfängt und auch auf dem Bauch schlafen möchte und so, dann können wir das natürlich nicht mehr so in dem Sinne verwenden. Aber ich muss sagen, bis dahin hat es sich schon echt gelohnt. Ich habe es jetzt mittlerweile auch in dem Babybett quasi drin liegen, dieses Nestchen, und leg sie dann da rein. Ich habe das Gefühl, dass es sie so umgibt, ist irgendwie auch ganz angenehm, ist so ein bisschen so dieses Gefühl, noch vielleicht im Bauch zu sein oder so, deswegen, ich finde es gut. Man kann dieses Umgeben sein, aber natürlich auch super mit einem großen Stillkissen machen, also wir legen auch oft einfach das Stillkissen einmal um das Baby drum. So schläft sie meistens die ersten Stunden alleine im Bett, bevor wir dann auch ins Bett gehen. Also ich still sie und dann lege ich das Stillkissen um sie rum und dann schläft sie. Ein Tragetuch oder eine Trage ist für mich auf jeden Fall ein Must-Have. Also ich möchte das nicht mehr missen. Wir haben auch echt relativ schnell, also ich würde sagen, vielleicht nach einer Woche oder zwei, hat vor allem mein Partner angefangen, das Baby zu tragen, einfach weil durch die Geburt soll man noch nichts, also es dauert ein bisschen, soll man nicht gleich so schwer tragen. So schwer sind die dann am Anfang noch nicht, aber trotzdem ist es anstrengend. Und ich glaube, also wir haben mehrere Tragen und wenn ihr wollt, kann ich auf Instagram mal eine kleine Review machen. Wir hatten insgesamt 4 Stück, weil ich auch welche ausgeliehen bekommen habe, zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich kann euch da ganz ehrlich auch meine Meinung sagen, es gibt auch welche, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, die ich nicht so gut fand. Da kann ich euch gerne mal sagen, schreibt mir das einfach, dann mache ich das die Tage. Ich wollte das eigentlich schon vor Ewigkeiten machen, aber mit Baby kommt man ja zu nichts. Also ich glaube, mit einem Tragetuch kann man in dem Sinne nichts falsch machen.
dass einem die Hebamme oder auch das Internet einem zeigen kann, wie man das richtig bindet oder natürlich eine Trageberatung, auf jeden Fall zu empfehlen. Und es passt sich halt an jedes Baby an, also egal wie klein oder wie groß oder so, es passt sich einfach an den Körper an und natürlich auch an den Träger oder die Trägerin. Was aber natürlich nervig ist, dass es vom Binden her einfach ein bisschen zeitaufwendig ist. Es ist länger als Schnalle hier, Schnalle da, fertig. Es ist ein bisschen länger, aber an sich tragen super. Wenn man draußen unterwegs ist, also ich habe ein paar Jacken, die sehr weit geschnitten sind. Das heißt, da kann ich sogar die Jacke auch noch um die Trage drumherum machen. Langsam wird das Baby ein bisschen groß, da funktioniert es nicht mehr so. Aber ich habe mir jetzt einen Tragejackeneinsatz gekauft. Das ist so ein Ding, das packt man quasi um die Trage, unter die Jacke und dann zieht man die Jacke einfach drüber. Ich wollte keine komplette Tragejacke haben, weil ich mir dachte, dass ich dann eine bräuchte und mein Partner auch eine braucht. Und dann muss man doppelt zahlen. Und so können das beide verwenden und einfach die Winterjacke drüber anziehen. Ich werde jetzt bei Minusgraden, werde ich mit dem Kind auch einfach nicht rausgehen. Warum auch? Das kommt dann für mich nicht in Frage. Deswegen vielleicht im Kinderwagen kann man die dann noch wärmer einpacken oder so. Obwohl durch die Körperwärme ist es natürlich auch immer meistens sehr schön kuschelig warm darunter. Der Trageeinsatz ist echt ganz gut. Thema Kinderwagen. Also braucht man einen Kinderwagen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, man braucht es nicht. Wenn man an Babys denkt, denkt man an Kinderwagen, Schnuller und Windeln. So ist es bei mir. Die drei Sachen sind tatsächlich nicht verpflichtend, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment denkt. Natürlich, in dem Sinne ist ein Kinderwagen super praktisch, dass man da auch Einkäufe mit reinpacken kann und halt einfach so ein bisschen Stauraum hat und noch eine Tasche und Zeug und ein Getränk und was weiß ich. Aber gerade die ersten 2 Monate fand sie den Kinderwagen überhaupt nicht gut. Ist ja auch klar, will ja irgendwie Körperkontakt haben, nah dran sein. Und es gibt auch Mütter, die ihr Kind nur tragen und gar keinen Kinderwagen haben. Mittlerweile mag sie den Kinderwagen sehr gerne und sie auch. Sie schläft da jetzt teilweise. Wir haben das nicht ihr irgendwie antrainiert und gesagt, du musst jetzt da drin schlafen lernen. Es war einfach von einem Tag auf den anderen, ist sie da eingeschlafen. Wir haben es immer mal wieder ab und zu probiert. Wenn sie geweint hat, sie rausgenommen. Man kann ja auch eine Trage in den Kinderwagen unten legen und man merkt, sie weint. Trage und dann schiebt man den leeren Kinderwagen mit sich rum. Das funktioniert auch. Es gibt da ein paar Leute, die auch sagen, Kinderwagen ist total schrecklich für Kinder. So bin ich nicht. Aber es ist nichts, was man zu 100% braucht. Ich bin super zufrieden mit meinem Kinderwagen. Ich finde ihn wunderschön und ich freue mich vor allem auch, den nächsten Sitz dann zu benutzen, wo die dann auch richtig gucken können und richtig sitzen können und so. Das wird auch total schön. Da freue ich mich. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Was für mich aber wirklich ein Must-Have ist, ist ein Gymnastikball. Schon während der Schwangerschaft. Am Ende war ich dann nur drauf gesessen und drauf gehüpft und gekreist und was weiß ich. Aber auch jetzt, um das Kind im Schlafen zu bringen, also sich mit dem Baby auf den Gymnastikball zu setzen und zu hüpfen. Menschliche Federwiege quasi. Es ist für mich ein Must-Have. Irgendeine Art von Spiele, Decke, Matte, wie auch immer, irgendwas, was man auf den Boden legen kann, was ein bisschen gepolstert ist, wo das Kind spielen kann, wo es auch vielleicht drauf kotzen kann oder Pipi machen kann. Ich lasse sie meistens morgens ein bisschen strampeln, so damit da Luft überall hinkommt. Da lege ich dann meistens noch irgendeine wasserabsorbierende Unterlage drunter. Also einfach eine Spielematte, ist super. Wir haben auch so einen Spielebogen, den haben wir auch von Freunden ausgeliehen und den finde ich sehr gut. Man soll, glaube ich, am Anfang ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu bunt und nicht direkt blinkend und Musik und alles. Einfach, weil das für das Kind ein bisschen viel sein kann für den Anfang. Ja, eher so ein bisschen was zum Gucken und vielleicht zum Dagegenhauen und vielleicht klimpert das ein bisschen und ein bisschen Farbe, aber jetzt nicht so das volle IMAX 3D-Programm. Das kann man dann, glaube ich, umso älter das Kind wird, umso eher sind die davon auch nicht zu überfordert. Ne? Gerade am Anfang haben Kinder großes Problem mit Reizüberflutung, alles ist neu. Die sehen plötzlich neue Sachen, die sehen plötzlich Farben und das alles langsam. Als Spielsache braucht man tatsächlich am Anfang, in den ersten 3 Monate, nicht so viel. Vielleicht eine Rassel, die schon mal, wo sie es greifen lernen können. Oder was ich sehr gut finde, ist ein Knisterspielzeug, weil so knisternde Sachen finden die meisten Babys super spannend. Kann man so über den Mund stecken, da knistert es dann weiter. Das war echt eine Sache, die ich sehr gut fand. Genauso wie eine Spieluhr, die in so einem Kuscheltier integriert war. Also das kann man aufziehen, dann macht es Musik und da sind die meistens auch ganz fasziniert von. Ich habe ja schon gesagt, Windeln sind nicht ein Must-Have in dem Sinne. Natürlich trägt unser Baby Windeln, aber halt Stoffwindeln und wir versuchen sie auch
abzuhalten, so oft es geht. Das heißt, übers Töpfchen zu halten. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe auch auf Instagram ein Highlight dazu abgespeichert. Das nennt sich Windelfrei. Und da könnt ihr das euch nochmal angucken, warum wir das machen, wie wir das machen und so weiter. Eine Wickelkommode ist ein Must-Have im Sinne von, wir haben einfach eine normale Kommode und einen Wickelaufsatz draufgepackt. Das heißt, diesen Aufsatz kann man dann einfach abschrauben, wenn man das Kind nicht mehr wickelt. Und dann kann man das als normale Kommode für Klamotten und so weiter weiterverwenden. Ich finde es super praktisch, eine Kommode zu haben. Da sind alle Klamotten einsortiert. Als Wickelauflage oder Unterlage haben wir so eine Silikonauflage und das würde ich auch nicht durch irgendwie Stoff oder sowas jetzt ersetzen. Ich finde es sehr gut mit dem Silikon. Ich dachte am Anfang, es ist zu hart oder es ist zu kalt oder so, aber ich finde es mega. Also das ist so praktisch, wenn dann losgepinkelt wird, das kann man einfach wegwischen und muss nichts waschen und so. Fürs Wickeln finde ich auch gut. Man kann natürlich Feuchttücher machen. Wir haben Feuchttücher. Wir haben aber auch so ganz kleine Waschlappen. Die kann man entweder aus alten Handtüchern sich selbst zusammenschneiden oder auch so kaufen. Die sind viel dünner und kleiner, weil für so ein kleines Kind braucht man nicht so riesige Waschlappen. Und dann einfach in die Wäsche werfen und damit kann man sowohl eine Katzenwäsche machen, als auch den Po waschen, wenn irgendwas daneben geht, das aufwischen und so weiter. Mich haben auch Leute gefragt, ob man einen Heizstrahler braucht. Da ich ja ein Sommerbaby hatte, habe ich es auf jeden Fall nicht gebraucht. Ich denke, das kommt auch so ein bisschen drauf an, auf die Wohnung. Also es gibt Wohnungen, die vielleicht eher ein bisschen kühler an sich sind. Zum Beispiel, wenn die im Norden ausgerichtet sind oder eher auch zum Beispiel im Erdgeschoss. Als wir wohnen jetzt weiter oben und haben sehr viel Sonne und es war Sommer, dann brauche ich keinen Heizstrahler. An sich, ne, solche Sachen wie Federwiege, Heizstrahler, was weiß ich, was es alles für crazy Sachen gibt. Natürlich braucht man gar nichts davon. Also das Baby braucht am Anfang dich und deine Brust oder, wenn man nicht stillen möchte, ein Fläschchen und Liebe. Und das war's im Endeffekt so. Das braucht man alles nicht. Aber es ist natürlich nice to have. Was so Stillsachen angeht, ich habe auf jeden Fall auch ein Highlight zum Thema Stillen gemacht, wie das bei mir war, welche Produkte super für wunde Nippel waren und so weiter und so fort. Stillhütchen habe ich welche tatsächlich zu Hause, habe ich nie benutzt. Kann aber natürlich eine Hilfe sein, aber man sollte es, glaube ich, eher erstmal ohne probieren. Wenn es nicht anders geht, so dann Stillhütchen. Still-BH und Stilleinlagen benutze ich sehr gerne. Ich benutze so wiederverwendbare Stilleinlagen und da bin ich, also ich kann mich, ich hatte noch nie so weg und ich finde das Prinzip total absurd. Warum? Also das legt man einfach, das ist so ein Stück Stoff und das legt man dann rein und dann wäscht man das am Ende des Tages und gut ist. Eine Autoschale ist natürlich in dem Sinne ein Must-Have, dass wenn man vom Krankenhaus, Geburtshaus, wo auch immer, nach Hause, also entlassen wird, nach Hause fährt, wie auch immer, dass man dafür das Kind in dem Auto transportieren muss, außer man fährt natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder man läuft. Da aber auch bitte nicht unterschätzen, nach einer Geburt ist ein 20-Minuten-Walk, also eine ist eine Strecke, die man vielleicht in 20 Minuten läuft, vielleicht eher 40 Minuten lang. Und das könnte vielleicht ein bisschen anstrengend für den Anfang sein, deswegen nicht unterschätzen. Vielleicht kann man sich das aber auch ausleihen für nur die Krankenhausfahrt, wenn man sonst kein Auto benutzt oder hat. Was ich auch noch schön fand, ist ein Tagebuch. Also ich habe einfach mir ein Notizheft gekauft, ein schönes Notizbuch und schreibe da so ein bisschen rein, was, ich schreibe nicht jeden Tag rein, aber wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas neu ist, wenn ich mich übrigens freue über irgendetwas, traurig bin, wenn irgendwas anstrengend ist, einfach so ein bisschen das erste Jahr zu dokumentieren, wie das mit dem Baby so war, um da zurückzugucken und das vielleicht auch dem Kind irgendwann mal zu geben oder nicht oder einfach sich selbst dran zu erfreuen. Dann war auch noch die Frage, Tipp Nachhaltigkeit, Minimalismus, wie kann ich unnötige Geschenke vermeiden? Auf jeden Fall dieses Video schicken, nein Quatsch. Aber ihr könnt so Wishlists erstellen. Da gibt es ganz viele verschiedene Webseiten, ich glaube meine Wishbop oder so erstellt. Und da einfach angeben, welche Sachen ich wirklich für das Baby noch brauche und die dann an Familie und Freunde verschickt. Ich dachte, am Anfang kam ich ein bisschen blöd vor, aber ganz ehrlich, bevor die mir alles doppelt und dreifach kaufen oder Sachen, die ich nicht brauche, schicke ich denen lieber einen Link und dann könnt ihr auch angeben, erledigt. So kriegt man wirklich die Sachen, über die man sich auch freut und die man auch wirklich benötigt. Ihr könnt mir jetzt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Schreibt mir auch gerne, falls ihr noch irgendwas anderes wissen wollt. Und gebt einen Daumen hoch und bis bald. Tschüss!